Dann würde ich sagen, starten wir los. Trotz allem ein herzliches Hallo. Danke, dass Sie heute Abend dabei sind. Digitale Montagsrunde am 12. Juli. Wir freuen uns, dass wir trotz Temperaturen, sommerlicher Temperaturen noch eine digitale Runde schaffen heute zu einem super spannenden Thema, künstliche Intelligenz. Wir freuen uns auf inhaltliche Vorträge, auf 3 3-Minuten Pitches zum Thema, rund ums Thema, Thema KI, Datenstrukturen, eine super Agenda, wie wir finden, zum Thema. Sie sehen schon, ich habe meine Slides schon geteilt. Ich hoffe, das kommt bei allen so gut an. Ich spreche Sie ganz kurz durch die Agenda durch, damit Sie ein Bild machen können, wie wir die nächsten eine Stunde, einen Viertel, vielleicht auch 1,5 Stunden gestalten wollen. Mein Name ist Michael Leitner-Hickisch von der UIV Urban Innovation Vienna, darf heute moderieren. Im Chat wird meine Kollegin, die Nadine Bergens, für Sie da sein. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Kommentare haben, bitte gerne in den Chat posten. Meine Kollegin, die Nadine, wird die Themen, die Fragen aufgreifen und Ihre Kommentare sind nicht ungelesen oder ungehört, je nachdem. Heute haben wir uns folgende Agenda vorgenommen. CEO der Stadt Wien, Clemens Hinterle, ist schon online. Danke fürs Dabeisein und für die Begrüßungsworte. CISO der Stadt Wien, Sandra Eisenberger, und quasi strategischer Kopf, wenn es ums KI-Thema geht, wird uns auch einen kleinen Überblick geben, eine Begrüßung, einen kleinen Überblick geben ins Thema KI, künstliche Intelligenz. Wie angekündigt, wir haben gleich darauf folgend 2 inhaltliche Vorträge von Clemens Wasner und von Jeanette Gorsala. Danke fürs Dabeisein heute. Wir freuen uns schon sehr auf die inhaltlichen Vorträge. Gleich im Anschluss, wie auch schon in den vorangegangenen Montagsrunden, haben wir 3 sehr spannende Pitches. Freuen uns sehr auf Josef Becker-Brunbauer, Matthias Mayhofer und Sabine Simor und auf Michael Kopp, auf die 3 Minuten Pitches. Sie können unsere Vortragenden im Anschluss in Breakout-Räumen kontaktieren, kennenlernen, Fragen stellen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie während dem Vortrag schon im Chat oder auch mit Handheben eine Frage durchschicken. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, in den Breakout-Room noch weiter zu diskutieren. Es gibt für jeden Vortrag einen Breakout-Room, also auch, Sie können auch die Fragen aufsparen. Wir haben noch ein paar Ankündigungen für Sie, aber dazu kommen wir später. Ich würde vorschlagen, ich halte Sie gar nicht länger auf und übergebe das Wort an Clemens Hinterle. Bitte mit ein paar Worten zur Begrüßung und zum Thema. Danke vielmals. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich hoffe, die Fußballfans unter Ihnen haben sich gut erholt von diesen Spielen, die alle immer in die Verlängerung und oft auch ins Elfmeterschießen gehen und die Nächte unnötig verkürzt haben. Ich freue mich sehr, zum heutigen Thema begrüßen zu dürfen. Ich freue mich ganz besonders, nicht weil der einer der Haupt-Inputgeber den gleichen Vornamen hat wie ich. Das freut mich zwar auch immer, weil das doch nicht so häufig ist, wobei Kollege Wasner natürlich falsch geschrieben wird, wie wir alle sehen, mit dem C vorne. Sondern weil das Thema künstliche Intelligenz natürlich ja eines der heißest diskutierten Themenfelder in der IT ist nach wie vor, muss man eigentlich sagen, seit Jahren. Es gibt kaum ein Thema, das so sehr mit Hoffnungen und Ängsten belegt ist wie künstliche Intelligenz. Und ich bin recht froh, dass sozusagen die Diskussion immer mehr in die Richtung geht, nicht ob oder ob nicht, sondern wie. Also wie setzen wir digitale Tools, wie setzen wir auch die Tools der künstlichen Intelligenz so ein, dass sie tatsächlich unser Leben schöner und besser machen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Thema künstliche Intelligenz nach wie vor ein Thema ist, über das man am trefflichsten diskutieren kann, weil es einfach sehr unterschiedliche Wertvorstellungen gibt zu diesem Thema. Man kann auch über den Begriff Intelligenz schon sehr lange diskutieren, wenn es einem Spaß macht. Ich finde, wir sollten diese Diskussion führen. Wir müssen sie gesellschaftlich führen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir einen breiten Konsens bekommen, was wir mit diesen Technologien abbilden wollen und was vielleicht auch nicht, wo sie uns wirklich weiterhelfen und wo sie vielleicht auch Grundfesten bestimmter gesellschaftlicher Normen in Frage stellen. Deswegen ist dieses Thema irrsinnig spannend. Ich freue mich, wenn heute wieder eine Schneise geschlagen wird. Ich habe schon gesehen, eines der Themen ist wieder trustworthy, also vertrauenswürdige künstliche Intelligenz. Und das beschreibt, glaube ich, ganz gut das Dilemma, in dem man an manchen Stellen bei dieser Technologie steckt. Wir sollten sie nutzen.
dort, wo sie uns hilft. Und wir sollten klare Rahmenbedingungen definieren als Gesellschaft, wo wir es wollen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute diese Diskussion haben werden. Ich kenne einen Teil der Vortragenden und weiß, dass sie uns helfen werden, in dieses Dickicht eine Schneise zu schlagen. Ich freue mich auf die Debatte und werde es dabei auch belassen angesichts der Temperatur. Danke vielmals. Ich darf gleich das Wort weitergeben an Sandra Heistberger. Sandra, bitte. Ja, danke Michael. Schönen guten Abend von mir. Ich möchte, bevor wir mit dem spannenden KI-Teil und den Vorträgen dazu beginnen, noch ein paar Worte zur KI-Strategie der Stadt verlieren. Und zwar mal kurz zurückschauen oder zurückzuschauen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir eine der ersten Stadtverwaltungen waren, die Ende 2018 eine KI-Strategie publiziert haben. Damals war das ein Auftrag von unserem Stadtrat Hanke. Das Ziel war und ist es dabei, also warum haben wir das gemacht als Stadt? Wir wollten dieses Thema kontrolliert einführen in der Stadt. Mittlerweile ist es so, dass wir mitten in den ersten großen Umsetzungen sind und Erfahrungen sammeln, wie bei allen neuen Themenfeldern hier auch sehr viel Erfahrungen sammeln. Was haben wir schon umgesetzt in Wien? Wir haben einerseits den Wien-Bot, der ja schon seit längerem erfolgreich im Einsatz ist, den Sie, glaube ich, alle kennen. Und ein relativ neues Projekt, an dem wir gerade arbeiten, das bezieht sich auf das Thema Geo-KI. Das ist sehr spannend, weil das sind die Basisdaten, die Kapazunderdaten der Stadt. Das ist dort, wo wir mit einem Auto ausgestattet mit Kameras den öffentlichen Raum aufgenommen haben in Bildern und wo wir auf 7 cm genau sagen können, wo Objekte in diesem Raum verortet sind. Wo das Ziel eben dieser Geo-KI-Anwendung ist, dass wir mit Mitteln der Technologie, der KI, Fragestellungen betreffend den öffentlichen Raum der Stadt beantworten können und zwar rascher und effizienter. Also dort, wo früher jemand hinfahren hat müssen und schauen müssen, steht das Verkehrszeichen wirklich dort, wo steht es jetzt genau, ja, das könnte man eigentlich dann mit so einer KI sehr, sehr schnell über alle Verkehrszeichen machen. Oder auch ein Use Case, den wir gerade versuchen zu designen, ist die Kategorisierung der Straßenschäden, der Straßenschäden von Wiens Straßen. Das soll uns dann auch ermöglichen, so vergleichende Analysen zwischen zeitlich unterschiedlichen Befahrungen zu machen. Wir haben jetzt schon Daten von 2 Befahrungen, wo man dann auch sagen kann, wie haben sich die Straßenschäden jetzt mit der Zeit verändert, um jetzt bald was zu machen. Hier sind wir noch am Beginn dieses Projektes und was wir aber auch zunehmend feststellen ist, und dass es immer mehr fertige KI-Lösungen vom Markt gibt, also dass ich nenne das immer, das sind die Microservices, wo eben angeboten wird an den Dienststellen, ja, da gibt es ein Produkt, ein Service und da ist KI enthalten und da kann die Dienststelle ganz schnell, weiß ich nicht, ganz spezielle Dinge damit tun und das macht uns zusehends natürlich auch in der Stadt, führt uns dazu, dass wir auch Regeln aufstellen müssen, noch mehr Regeln, wie wir mit der KI umgehen, weil was wir nicht wollen, wir wollen nicht Silos entstehen lassen. Also wir wollen nicht für jede verschiedene Problemlösungen eine eigene KI-Anwendung letztendlich dann implementieren. Was mich gerade beschäftigt bei uns in der strategischen IT ist das Thema vertrauenswürdige KI. Das wird immer bedeutender. Wir haben als Stadtverwaltung hier da eine besondere Verantwortung, die wir bei uns sehen. Da geht es darum, wie können wir Vertrauen bezüglich der eingesetzten KI-Anwendungen einerseits schaffen, beziehungsweise aber auch verhindern, dass KI-Anwendungen verzerrte Ergebnisse liefern oder auch deren Funktionsweise zum Beispiel, also die des Algorithmus nicht transparent ist. Ja. Zusammengefasst bedeutet das, dass wir gerade an einer Erweiterung der KI-Strategie arbeiten, wo wir versuchen, Rahmenbedingungen für einen vertrauensvollen Einsatz in der KI, der KI der Stadt zu definieren und wo wir uns auch an den bestehenden Regelungen der EU orientieren wollen. Ja, und das lässt mich jetzt auch gleich zu den heutigen Sprechern überleiten. Anschließend wird der Clemens Wasser, den ich sehr gut kenne, uns, glaube ich, einen Überblick über die aktuellen Entwicklung, über den aktuellen Entwicklungsstand der KI geben. Also was kann man mit der KI jetzt auch schon vernünftig machen? Und eine Kollegin wird uns dann anschließend auch noch einen Überblick geben, welche Regulierungen in der EU zu diesem Thema vorgesehen sind. Freue ich mich schon drauf. Danke, Sandra.
Ich möchte, so wie du gerade gemacht hast, überleiten zu unseren beiden inhaltlichen Sprecherinnen. Auch die Pitches sind inhaltlich ganz klar. Davor möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, Sie haben die Möglichkeit, im Chat Ihre Fragen zu posten. Bitte auch gern mit Handheben im WebEx-Tool auf sich aufmerksam machen, wenn Sie eine Frage direkt in die Runde werfen wollen. Eine kurze Info noch, wir nehmen die Session auf für alle jene, die jetzt noch dazugekommen sind in den letzten Minuten. Wir sind mittlerweile bei 60 Teilnehmerinnen. Freut mich insbesondere, weil heute ja quasi schon ein warmer Sommertag ist oder eigentlich schon die ganze Zeit, die letzte Woche. Also danke fürs Dabeisein. Wenn Sie die Möglichkeit haben oder den Bedarf haben, die Session nochmal nachzuschauen, Sie finden das auf der Digital City Wien zur Nachlese, sage ich mal so. Also bitte aktiv kommentieren und Fragen stellen, ist sehr gewünscht. Vorneweg, wenn Sie Interesse haben, sich auszutauschen mit den Sprecherinnen, die gleich jetzt folgen. Es gibt anschließend noch Breakout-Räume. Also gern dabei bleiben, auch bis um 7 Uhr, da gibt es die Möglichkeit für den direkten Austausch. In diesem Sinne möchte ich überleiten auf unseren ersten Sprecher, Clemens Wasner von AI Austria. Clemens, danke, dass du uns einen Überblick über den State of the Art in der künstlichen Intelligenz gibst. Ich werde die Slides, die du vorbereitet hast, in dem Moment teilen, aber das Wort ist schon deines. Bitte leg los. Ja, danke. Schönen guten Abend. Ja, ich finde die Überleitung vom richtig oder falsch geschriebenen Clemens, das ist jetzt natürlich die Frage. Sagen wir mal so, Clemens mit C ist der Sanftmütige, Clemens mit K ist der Statistiker. So würde ich das abspeichern. Ich würde jetzt in den nächsten Viertelstunden kurz einen Überblick geben, was der Verein so macht. Zu Beginn ganz, ganz kurz, dann wo wir heute stehen, was eigentlich heutzutage gelöst ist aus KI-technischer Sicht. Oder noch bekannte Probleme auftreten, wie von Sandra und Clemens davor geschildert. Und wo die Reise sich gerade hinbewegt, dort aber mit einem Zeithorizont, würde ich mal sagen, von 3 bis 5 Jahren. Also nicht zu Science Fiction, nur Science. Und das bringt mich dann auch gleich zur nächsten Seite. Und das ist gleichzeitig auch die einzige, die vom Verein kurz umreißen will, weil danach werden sowieso die Präsentationen wie üblich als Handouts verteilt. Also ich finde, dass Clemens Hippel die perfekte Vorlage geliefert hat für diese Slide, nämlich genau um diesen gesellschaftlichen Diskurs anzustoßen, ist der Verein gegründet worden vor 4 Jahren. Wir sind zu 100% unabhängig. Was bedeutet das in einem österreichischen Kontext, dass wir zum Beispiel keine staatlichen Zuwendungen von BMK, von BMFI, von WKO und so weiter akzeptieren würden, sondern nur von Privatpersonen oder von Startups? Gut, wer sich dazu weiter aufschlauen will, unser LinkedIn-Kanal ist eigentlich unser Hauptmedium, auf dem wir ständig rausposaunen, was wir gerade tun. Und das interessiert auch moderat viele Leute, haben gerade heute 4.000 Follower gehabt. Genau, also if you want to stay in the loop, press the button. Gut, dann möchte ich jetzt gleich ein paar Folien vorspringen, nämlich auf dem eigentlichen Hauptteil. So, Michael, zack, drüber, noch einmal drüber. Genau, noch einmal, genau, Status Quo. Wenn wir da jetzt nämlich auf die nächste Seite gehen, möchte das kurz aufzeigen, nämlich einerseits auf technologischer Sicht und andererseits aus der Sichtweise Business, so quasi, so was brauche ich das Ganze. Gesellschaftlich habe ich heute Abend bewusst rausgelassen, weil ich mir gedacht habe, wenn wir jetzt noch zusätzlich als Themen drin haben, EU-Regulierung und vertrauenswürdige KI, dann wäre das doppelt gemoppelt. Also dementsprechend, das ist eine bewusste Auslastung. Eine bewusste Auslassung und kein Übersehen. Gut, das bringt mich gleich zur nächsten Folie. Wo stehen wir heutzutage technisch? Und da kannst du jetzt, glaube ich, 5-mal draufklicken. Das ist genau. Also im Endeffekt, wenn wir heutzutage von Technologien sprechen, dann sind fast immer diese 5, die man hier im Bild sieht, im Spiel. Das eine ist, wenn man links oben anfängt mit Forecasting und Zeitserienanalyse, also sprich, ich habe einfach bessere Vorhersagemodelle mit KI. Ich glaube, das wird jetzt von den Beteiligten in einer Digital City Montagsrunde niemanden wirklich überraschen. Computer Vision, sprich, KI erkennt, was befindet sich in einem Bild, hat ebenfalls Sandra die perfekte Einleitung schon gemacht. Wenn ich zum Beispiel sehen will, was ist ein Straßenschild noch an der richtigen Stelle oder handelt es sich um einen Straßenschaden,
aber auch in der Qualitätskontrolle, das sind alles Computer Vision Probleme. Auch hier sind wir schon auf einen sehr guten Status angekommen. Anomalieerkennung, das ist jetzt, einerseits wäre es jetzt ein typisches Beispiel in der Finanzwelt, dass ich erkenne, ob zum Beispiel verdächtige Transaktionen passieren oder ob verdächtige Kundenkonten angelegt werden. Ein anderes Beispiel wäre, wenn ich jetzt an Sensorik und IoT denke, was ja auch eins der Säulenthemen von der Digital City ist. Wenn mir meine Sensoren im Feld der Anomalie nennen, dass ich ein AI-Modell dazu einsetze, das mir sagt, ob dort jetzt wirklich ein technisches Gebrechen höchstwahrscheinlich vorliegt oder ob es zu heiß ist. Who knows? Ja, und last but not least gibt es noch Natural Language Processing. Damit ist gemeint, KI versteht, was sich in einem Text befindet. Und zu guter Letzt Speech Processing und Chatbots. Da ist der auch vorhin genannte Stadt-Wien-Bot jedermann bekannt. In Österreich, glaube ich, gibt es sonst mit dem Magenta-Bot und mit Austrian Airlines, das sind doch die zwei anderen Bots, die auch ein bisschen breitenwirksamer angekommen sind. So, wenn man jetzt einmal drauf drückt, Michael. Ja, genau. Dann kann man festhalten, dass die oberen drei aus technischer Sicht gelöst sind. Und wie ist das jetzt so zu verstehen? Als der jetzige AI-Boom gestartet ist, 2014, 15 rum, waren die drei Themen, die ich auch vorhin als beispielhaft angeführt habe, wie zum Beispiel Qualitätskontrolle, ist an einer Maschine irgendwas kaputt und so weiter. Das waren alles gut sechsstellige Implementierungsprojekte, oft mit Forschungscharakter und einer relativ hohen Fehlerquote an Projekte, die nicht weiterverfolgt worden sind. Das hat sich mittlerweile komplett gelegt. Oder gelöst. Und es ist auch genau die Situation eingetreten, die Sandra Heisenberger gerade geschildert hat. Wir sind mittlerweile schon auf einem Status, dass viele von diesen Services oder von diesen technischen Lösungen als Services verkauft werden für 5.000 bis 10.000 Euro im Jahr teilweise. Also es ist ein sehr hoher Reifegrad erreicht. Mit den anderen beiden, die auf der unteren Seite sind, schaut es komplett anders aus. Also bei echtem Sprachverständnis und komplexe Sachverhalte sind wir noch ein gutes Stück davon entfernt, bis das soweit ist. Und bei Speech Processing und Chatbots, ja, warum ist das gelb? Das ist jetzt natürlich, grenzt wahrscheinlich fast an Sakrileg, das in der Stadt des Winbots zu sagen. Aber das ist so zu verstehen, es gibt sehr wenige Settings, wo das wirklich gut funktioniert. Da hat sich gerade wer verabschiedet. Der Wien-Bot ist da eine der großen Ausnahmen, weil dort auch wirklich eine Datenbasis dahinter steckt und eine interne IT, die sich darum kümmern kann. Aber das jetzt als Turnkey-Lösung von einem Externen zu bestellen, wenn man da selbst nicht dran weiterarbeiten kann, ist eigentlich verschenktes Geld. Gut, next page. Genau, und ja, die Moral von der Geschichte, von dieser vorigen Folie ist, mir gefällt dieses Zitat sehr gut. Das ist von dem Herrn, der früher mal Google X geleitet hat, den spricht man Andrew Ng aus. Und der hat gesagt, die Art und Weise, wie wir heute KI einsetzen, kann man sich im Prinzip wie 10.000 Praktikanten vorstellen. Und ich kann dieser Definition extrem viel abgewinnen, weil wenn man sich anschaut, wo in der Businesswelt jetzt diese Bots oder diese KI-Modelle zum Einsatz kommen, sei es Computer Vision, sei es Zeitserie, so wäre das mit einer höheren Anzahl an relativ untrainierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso handelbar. Und das bringt mich jetzt zur Überleitung auf die Anwendung in der Businesswelt. Es gibt unglaublich viele Studien, die sagen, wie viel Potenzial uns ins Haus steht. Es gibt aber relativ wenig Studien, die jetzt wirklich sagen, wo kommt KI zum Einsatz und wie viel bringt das Ganze auch. Und ja, was auf der Seite jetzt nur überblicksmäßig dargestellt ist, diese drei gelösten Methoden decken so gut wie 90% der Use Cases innerhalb von vollständig unabhängigen Bereichen ab. Also wenn Sie jetzt an Industrie denken, Qualitätskontrolle, Predictive Maintenance. Wenn man an Finanz denkt, wie vorhin erwähnt, Forecasting oder Anomalieerkennung und auch in der Medizin ist es so, dass der überwiegende Teil der Anwendungsgebiete auf der bildgebenden Diagnostik basiert. Also sei es jetzt Röntgenbilder oder ja, alle Arten von Scans, sei es jetzt Computertomographie, Röntgen etc.
bis hin zu Haut. Das ist auch ein Beispiel auf der oberen Seite von einem österreichischen Startup von Scarlet Red, wo ich ja quasi im Self-Service Fotos schießen kann und der mir dann sagt, ob ich eine Muttermal habe, ein Melanom oder Gott bewahre noch was anderes. Und ja, das ist so quasi, um zu hinterlegen, dass heute die Anwendungsgebiete relativ, ich würde nicht sagen trivial, aber oft relativ unambitioniert sind von technischer Seite. Und bitte nochmal auf die nächste Seite. Da können wir gleich fast forward machen bei der Animation. Genau, die endet beim roten unten, ja. Und wie vorhin erwähnt, es gibt leider extrem wenig Studien, die sich damit beschäftigen, was künstliche Intelligenz jetzt wirklich bringt und wer macht wie viel. Weil der Austausch zwischen Unternehmen basiert in der Regel auf Use-Case-Basis und auch wenn man die Zeitung aufschlagt, man liest jetzt von großen Unternehmen, dass sie 2, 3 Use-Cases gestartet haben, aber die Dunkelziffer ist unbekannt. Und das hier ist die einzig brauchbare Studie, die mir dazu unterkommen ist. Die ist letztes Jahr von Google publiziert worden im Rahmen eines Events, wo es um Retail gegangen ist. Und da sind jetzt wirklich Firmen drin wie Costco, wie Walmart, wie 7-Eleven. Also solche, wo auch Geld nicht wirklich eine Rolle spielt, wenn es einmal darum geht, dickere Bretter zu bohren und Optimierungen durchzuführen. Und ich finde, das Bild war doch relativ ernüchternd, weil die gesagt haben, oder sagen wir so auch nicht gesagt, das Finding der Studie war, auch diese unglaublich großen Retail-Firmen, die wenigsten von denen haben, oder nur 60% von denen haben überhaupt mehr als 20 Pilotprojekte am Laufen. Das kann jetzt so sein, das automatische Checkout, also mit Bild, das kann sein die Diebstahlerkennung, das kann sein die Warenwirtschaft etc. Dann wiederum weniger als die Hälfte von diesen Pilotprojekten, also bei uns würde man sagen POC, Proof of Concept oder MVP, Minimum Viable Product, schafft sie die Implementierung. Ja, so weit, so schlecht. Das wird jetzt bei einigen von Ihnen auch noch Kopfnicken auslösen, weil die Zahlen kennt man auch von uns. Aber was ich da besonders interessant gefunden habe an der Darstellung, war das Unterste. Nämlich, dass man mit der Brille drauf schaut, welche von diesen AI-Investments bringen überhaupt was. Und da ist man jetzt anders herangegangen, als das bei uns typischerweise der Fall ist, weil Großteil, würde ich jetzt einmal sagen, von den KI-Use-Cases, die man auf europäischen Konferenzen sieht, gehen in die Richtung Effizienzsteigerung. Hier hat man geschaut, wie viel von diesen AI-Cases, die es wirklich in die Umsetzung schaffen, bringen jetzt wirklich mehr Umsatz oder mehr Profit. Man könnte jetzt auch sagen, das ist die typisch angelsächsische Denke. Aber ich habe die Sichtweise interessant gefunden, weil man halt sehr schnell feststellt, dass nur ein Bruchteil von der heute eingesetzten KI wirklich sich auch einmal in einer Bilanz oder in Geschäftszahlen bemerkbar macht oder in einem Mehr an Kunden. Und ja, das ist jetzt gleichzeitig die Überleitung, wo führt die Reise hin? So, an die Regie oder genau Ausblick, da können wir gleich noch einmal drüber springen, bitte. Ja. Kurze Info, du hättest noch 2, maximal 3 Minuten. Das geht sich genau aus, weil jetzt gibt es kaum noch Perfekt. Folie. Perfekt. Sehr gut. Noch einmal weiter. Genau. Da, ja, also aus technologischer Sicht, wie vorhin erwähnt, mit diesem Zeitfenster von 3 bis 5 Jahren, was steht uns ins Haus? KI wird raus aus diesem reinen Analyse-Eck kommen, sondern vielmehr auch selber generieren. Da habe ich dann ein paar Beispiele mitgebracht. KI wird eingesetzt als Entscheidungsassistent, Englisch Decision Assistant. Die Technologie, die da dahinter steckt, ist Reinforcement Learning. Also AlphaGo wird vielleicht manche von euch ein Begriff sein. Das war das Google-Programm, das den Go-Weltmeister besiegt hat. Und die Technologie kommt jetzt wirklich zum Industrieeinsatz. Und last but not least, AI-Chips. Wenn wir da jetzt auf die nächste Seite flippen, einmal klick, klick. Was bei generativen Modellen das Einzige, was man sich merken muss, auch als Deepfakes oder ganz bekannt, sind 2017 bekannt worden, sieht man auf der linken Seite, ist damals von Nvidia durchgeführt worden mit einem Millionenbudget. Was Sie auf der rechten Seite sehen, ist jetzt jüngeren Datums von 2021 von einem amerikanischen Startups, von einem Startup mit einem weitaus geringeren Budget. Die Moral von der Geschichte: Die Technologie ist in extrem kurzer Zeit so reif geworden, dass sie auch für Startups verwendbar ist und dass dort jetzt auch jeder Mann, jede Frau dort Software sich kaufen kann für ein paar Euro im Monat. Nächste Seite.
Dasselbe gilt auch für Text. Da ist GPT-3 sicher, das haben Sie sicher schon mal gesehen, wo Texte selbst geschrieben werden. Nächste Seite. Das kann man auch ausprobieren. Also vor kurzem ist nämlich von OpenAI, von einem dieser großen generativen Netze, eine Version erschienen, wo ich Text eintippen kann und der mir beschreibt, wie ein Bild ausschaut. Und Sie können hier sich mit unterschiedlichen Kombinationen auf der Seite spielen. Hier mit generativer Technologie sind wir jetzt definitiv auch auf einen Status angekommen, wo ich zum Beispiel meinen Social Media Auftritt oder mein Copywriting für meine eigene Homepage oder für einfachere Werbesujets mit Computerunterstützung machen kann. Das ist fast ein bisschen wie PowerPoint, das Office revolutioniert oder ja, verdorben, je nachdem hat. Aber wir stehen da wirklich auf einem Sprung, dass ich für Content auch KI einsetzen kann. Gut, next page. Nochmal Klick. Jetzt bin ich eh schon am Fertigwerden, also nur zur Info an die Regie. Was man da dazu sagen muss, man hört relativ oft, dass der Energiebedarf natürlich extrem nach oben schießt und dass, wie soll ich sagen, dass die Modelle immer aufwendiger werden, so wie dieses DALL-E, was wir auf zwei Seiten davor gesehen haben, was 12 Millionen Parameter hat. Und da wird es definitiv notwendig sein, dass wir eigene Chips dafür haben. Und das sieht man auch in der Grafik schön visualisiert, dass der Aufwand von den State-of-the-Art-Modellen binnen eines Jahrzehnts um 300.000 gestiegen ist, um den Faktor. Gut, next. Ja, noch einmal Klick. Das bringe ich jetzt nur noch auf der Tonspur. Ich habe zwar Regulierung oder sagen wir so Human-Centered AI bewusst weggelassen, aber was ich jetzt schon als Überleitung verwenden will auf den nächsten Vortrag von der Jeanette Gorsala, mit der wir ja auch im Sinne von AI-Austria sehr eng zusammenarbeiten, ist das, was man sehr oft hört, wenn man solche Vorträge bringt oder in Diskussionsrunden drinnen ist, dass Europa alles verschläft oder zu Tode reguliert. Und man merkt, finde ich, jetzt in den letzten 12 Monaten, dass extrem viel Bewegung reinkommt oder dass endlich Bewegung reinkommt. Das ist zum einen auf der regulatorischen Sicht, das wird der Vortrag nach mir beschreiben. Andererseits, dass die Public-Private Partnerships, die dazu da sind, um die digitale Agenda der EU auf Schiene zu bringen, jetzt endlich verabschiedet worden sind. Die sind alle Ende Juni vorgestellt worden. Auf der nächsten Seite seht ihr das unter Anführungszeichen des AI Public-Private Partnership, das heißt ADRA, davon wird man in Zukunft auch noch extrem viel hören, weil hier sollen im Laufe der nächsten 7 Jahre 2,6 Milliarden Euro in AI-Projekte rund um Europa fließen. Und ja, wenn es dazu Fragen gibt, gerne melden. Ich bin dort rein nominiert worden, also von österreichischer Seite aus. Und ja, ich bin auch Vice President für Industrial Relations. Das klingt alles unglaublich wichtig, aber schauen wir mal, was dort rauskommt. Aber es ist zumindest endlich etwas Großes, was sich auf EU-Ebene tut und da könntest du mich gerne jederzeit kontaktieren. Und ja, ich habe fertig, bin sowieso schon weitaus über der Zeit. Conclusion, alles halb so wild. Also viel von dem, was vor 3 Jahren noch ultra teuer war, ist heute eigentlich total leistbar, spielt sich in ein paar tausend Euro ab. Deswegen können wir uns, Gottlob, mit wichtigen Fragen beschäftigen und immer mit den technischen Basics. Gleichzeitig steht bei der Technologie endlich auch in, sage ich mal, für Menschen leichter verarbeitbare Formen, wie Bilder, Videos und Text, endlich stehen dort auch endlich generative Technologien vor der Haustür. Also ich glaube, dass uns das KI uns viel sichtbarer sein wird in Zukunft, als das bis jetzt der Fall ist. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Clemens. Danke für den sehr kompakten Überblick. Würde mich sehr interessieren, wie die Szene im Parkhaus geschaut hat, du dort präsentierend, über KI vortragend. Haben die Leute vor Ort zugeschaut? Nein, aber ich erfülle gerade wieder alle Klischees, weil mein Bub spielt gerade hinten Schach. Sehr gut. Ich glaube, wir haben Zeit vielleicht für eine brennende Frage, wenn über den Chat was gekommen ist. Nadine? Ja, der Michael Kopp hat gefragt. Michael, möchtest du vielleicht direkt die Frage stellen? Bitte kurz dazuschalten. Oder ist es vielleicht im Chat schon ausgeschrieben, die Frage, Nadine?
Sonst bis sonst für später. Es ist auf Englisch. The 40% of project is the number of projects or profit. I can say from experience that most AI in production is extremely profitable, but most projects highly depend on data and also fail because of it. And he's going to talk about the new technology later on. Die 40% bezieht sich auf die absolute Anzahl an Projekte, wobei man natürlich diese Pyramide nach unten durchmultiplizieren muss. Dass es dort Abweichungen gibt, würde mich jetzt gar nicht wundern, weil wenn ich, angenommen, ich habe einen Online-Shop und setze dort auf ein Recommendation-System, dann bringt es natürlich sofort Kohle. Oder noch ein einfacheres Beispiel, die ganzen Hotels, die da drüben sind, wenn die auf Preisoptimierungstool verwenden, das auf KI setzt, dann merken die Euros auch direkt sofort. Es ist nur so, dass in Europa und dort wiederum sehr stark mit Fokus auf Dach im produzierenden Bereich diese Themen leider meistens extrem weit hinten angestellt werden, weil man zunächst einmal versucht, neue Technologien dazu zu verwenden, um jährliche Effizienzziele zu holen, die ja je nach Unternehmen zwischen 2% und 3% liegen. Alles klar. Danke, Clemens. Danke für den Kommentar. Ich habe auch noch eine Frage, nämlich, aber die Beantwortung, die machen wir dann in der Fokusrunde. Ich wollte mich nämlich erkundigen, ob es jetzt einer KI schon gelungen ist, den Turing-Test zu knacken. Also sprich, ob es einer KI schon gelungen ist, einem Menschen vorzugaukeln, dass sie auch ein Mensch ist. Aber das machen wir am besten in der Breakout-Session. Ich würde jetzt aber überleiten auf unseren zweiten Vortrag. An Jeanette Gorsala übergeben, so wie es Clemens schon angekündigt hat, mit einem Blick auf das Regelwerk, das sich die EU für das Thema KI, künstliche Intelligenz, gerade zurechtlegt. Bitte, darf ich das Wort an Sie übergeben? Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr über die zahlreiche Teilnahme trotz des wunderschönen Abends. Ich darf heute ganz kurz Ihnen einen Überblick über das EU-Regelwerk geben und werde ein Bildschirm mit Ihnen dazu teilen. So. Bitte um ganz kurze Rückmeldung, ob Sie den Bildschirm sehen können, aber ich glaube, die Inhaltsfreigabe beginnt, also ich schätze, es funktioniert. Genau. Okay, wunderbar. Alles gut. Dann starte ich gleich inmitten in die Regulierung. Wie mein Kollege Clemens Wasner das schon angedeutet hat und viele Use Cases präsentiert hat, KI hat sehr viel Potenzial, nämlich gesellschaftliches und wirtschaftliches, nämlich beispielsweise Sachen zu optimieren. Das könnte der Haushalt der Zukunft sein, wo ein Roboter, mit dem man einfach persönlich sprechen kann, den Haushalt von selbst führt und unsere Bedürfnisse erahnt, bevor wir nach Hause kommen. Oder beispielsweise ein anderes Szenario, wo perfekt abgestimmte Verkehrskoordination über KI stattfindet und es keinen Stau mehr gibt, weil alles perfekt aufeinander ausgerichtet ist. KI ist eine Technologie, auch in Zahlen sehr beeindruckend. Bisher wird geschätzt, dass es in der EU ungefähr über 700 Unternehmen gibt, die bereits KI-Anwendungen im weitesten Sinne einsetzen und dass das Marktvolumen ungefähr 60 Milliarden US-Dollar ist. Diese Schlüsseltechnologie soll in den nächsten Jahren signifikant wachsen. Also prognostiziert werden Wachstumsraten von jährlich durchschnittlich über 40% und die Umsätze 2027 sollen mehr als 700 Milliarden Euro in dieser Industrie, in der KI-Industrie im weitesten Sinne betragen. Unten sind ein paar Bilder zu den Einsatzfeldern, die werde ich relativ kurz behandeln, weil Clemens da schon sehr tiefgreifend und mit sehr vielen Beispielen darauf eingegangen ist. KI kann man beispielsweise in der Gesundheitsbranche einsetzen, für zum Beispiel Krankheitserkennung, Krankheitsbildererkennung oder eben Röntgenbilder, Mustererkennung, da ist KI bereits sehr fortgeschritten, beispielsweise im E-Commerce, in der Industrie, aber auch in der Flug- und Reiseoptimierung, im Transport und in diversen anderen Technologiebereichen. Jetzt ist dies eine Technologie, die sehr viel Potenzial hat.
gesellschaftlich und wirtschaftlich, aber natürlich auch mit sehr viel Verantwortung auf der anderen Seite kommt, weil diese Technologie sehr weitreichende Auswirkungen haben kann. Und jetzt ist es so, dass die EU-Kommission heuer im April einen ersten Entwurf einer Regulierung präsentiert hat, eine Art KI-Rahmenwerk. Dieses KI-Rahmenwerk soll eine EU-Verordnung sein, das heißt einheitlich in allen Mitgliedstaaten gelten und bestimmte Voraussetzungen für KI-Anwendungen festlegen. Jetzt ist es so, dass die EU-Kommission sich dazu entschieden hat, das erste Mal eine Definition für KI festzulegen. Das heißt, dieser Entwurf enthält eine Definition von KI-Systemen, die auf dem Einsatz bestimmter Technologien basiert. Das heißt, Systeme, die zum Beispiel Machine Learning, Reinforcement Learning, Deep Learning, bestimmte statistische Methoden und andere Technologien einsetzen, um Output zu generieren oder Vorhersagen zu generieren. Diese Systeme sollen künftig als KI-Systeme gelten. Und an die Tatsache, dass es sich bei einem System dann künftig um ein KI-System handeln wird, knüpft die weiterreichende Regulierung anhand eines risikobasierten Ansatzes, nämlich man unterscheidet dann zwischen verbotenen KI-Anwendungen, Hochrisiko-KI-Anwendungen, bestimmten KI-Anwendungen, für die Informations- und Transparenzverpflichtungen gelten und in der letzten Kategorie bei Anwendungen, von denen minimales Risiko ausgeht, das sind dann KI-Anwendungen, die erlaubt sein sollen ohne weitere Verpflichtungen. Ausgehend von dieser Pyramide knüpfen dann nämlich bestimmte Voraussetzungen für das System. In der weiteren Folge würde ich gern in kurz einfach die verbotenen KI-Anwendungen durchgehen, weil die verbotenen KI-Anwendungen, also der Einsatz derartiger Technologie, soll künftig mit sehr, sehr hohen Strafen belegt sein, nämlich bis zu 3% des weltweiten Jahresumsatzes oder bis zu 30 Millionen Euro. Also da sieht man schon, dass der EU-Kommission sehr ernst ist, derartigen Einsatz zu unterbinden. Bei Hochrisiko-KI-Anwendungen ist es so, dass die Strafe hier gleich im Gleichzug ist mit der DSGVO. Das heißt, bin ich incompliant mit meiner Hochrisiko-KI-Anwendung, drohen hier unter Anführungsstrichen nur Strafen bis zu 20 Millionen oder bis zu 4% des weltweiten Umsatzes, geringer als bei der verbotenen KI, aber trotzdem sehr, sehr drakonische Strafdrohungen für Verstöße hier. Nun, was sind jetzt oder welche KI-Anwendungen sollen in Zukunft verboten werden? Beispielsweise KI-Anwendungen, die unterschwellig manipulieren und dadurch zu psychischen oder physischen Schäden führen. Oder KI-Anwendungen beispielsweise, die das Alter oder eine psychische oder physische Schlechterstellung von Personen ausnutzen und dadurch Schäden generieren. Ein denkbares Beispiel hier sind beispielsweise Spielzeuge, die KI-Komponenten haben und dadurch beispielsweise Kinder irgendwie manipulieren und ausnutzen. Ein wichtiger Fall ist das Social Scoring. Das heißt, die EU-Kommission möchte künftig Systeme, ähnlich wie sie in Asien derzeit eingesetzt werden, verbieten, die Bürger bewerten, also das Bürgerverhalten quasi Gutpunkte und Schlechtpunkte verteilen, nachdem quasi wie man sich verhält und dann bestimmte Leistungen beispielsweise entziehen, wenn man sich jetzt schlecht verhalten hat. Das kann beispielsweise an Straftaten anknüpfen, beziehungsweise in Asien geht man ja dann so weit, dass man auch zum Beispiel bei Rot über die Straße gehen, Schlechtpunkte verteilt werden oder andere Sachen. Und Konsequenzen wären beispielsweise das Streichen von Sozialleistungen oder dass man von Kulturleistungen ausgeschlossen wird. Also derartige Systeme existieren im asiatischen Bereich und die EU hat sich hier klar gegen den Einsatz solcher Systeme in Europa ausgesprochen, nämlich durch die öffentlichen Behörden. Und das letzte Thema ist auch ein sehr wichtiges, nämlich biometrische Identifikation im öffentlichen Raum. Das heißt, damit will man unterbinden, dass auf öffentlichen Plätzen biometrische Gesichtserkennung oder Menschenerkennung durchgeführt wird und diese Daten ausgewertet werden, beispielsweise zur Rechtsdurchsetzung. Zum Beispiel, um Straftäter, Flüchtlinge, Beschuldigte zu erkennen und auszuforschen und dann die weiteren Schritte einzuleiten. Hier ist relevant, es gibt auch einige Ausnahmen, das heißt, künftig sollen schon Ausnahmen möglich sein. Sie sind nicht
so automatisch vorgesehen, aber sollen möglich sein. Und diese fünf Kategorien sind eben verbotene KI und dafür soll KI in Zukunft nicht eingesetzt werden dürfen. Die nächste Kategorie sind die Hochrisiko-KI-Systeme. Und hier ist wichtig, zunächst der Einsatz von KI. Das heißt, für ein Unternehmen, Startup, jemand, der KI einsetzt oder programmiert, ist zunächst wichtig festzustellen, fällt meine Technologie überhaupt unter den KI-Begriff? Und dafür muss man den KI-Begriff anhand dieser Technologien am Anfang evaluieren. Und wenn man dann zum Schluss kommt, okay, man hat ein KI-System, dann sind aber nur bestimmte Einsatzfelder als Hochrisiko-KI definiert. Dazu gibt es bei der EU-Verordnung einen Annex, der im Prinzip präzise festlegt, welche Einsatzfelder jetzt als Hochrisiko-KI gelten sollen, und daran knüpfen dann bestimmte Compliance-Anforderungen. Als Beispiel zumindest der KI-Einsatz im Bereich Mitarbeiterbewertung im Arbeitsmarkt soll Hochrisiko-KI sein. KI beispielsweise im Bereich Ausbildung, Weiterbildung, wo es darum geht, dass Menschen Zugang zu diesen Leistungen haben, soll ebenfalls Hochrisiko-KI sein. KI im Infrastrukturbereich, beispielsweise Wasser, Gas, Elektrizität. Ein weiterer Hochrisiko-KI-Bereich soll KI sein, der in der Strafverfolgung eingesetzt wird, in der Asyl- und in der Migrationskontrolle und auch bei bestimmten privaten und öffentlichen Dienstleistungen. Ein Paradebeispiel hier ist zum Beispiel das Kredit- und Bonitätsscoring. Wenn hierfür KI eingesetzt wird, sollte es dann ebenfalls KI im Hochrisikobereich sein. Und weiter gibt es einen Annex in bestimmten harmonisierten Bereichen, beispielsweise Schienenfahrzeuge, ähnliche industrielle Güter, dort, wo die Regelungen harmonisiert sind. Das ist eine relativ lange Liste. Diese Anwendungen sollen auch als Hochrisiko-KI gelten. Jetzt, was bedeutet das, wenn ich Hochrisiko-KI in diese Kategorie falle? Im Prinzip knüpfen daran bestimmte Compliance-Anforderungen, und zwar vor allem im Bereich Daten. Also alle wissen, die Daten, die ich dem System füttere, einen derartig qualitativen Output bekomme ich. Füttere ich dem System falsche, irreführende, unvollständige Daten, wird der Output dementsprechend sein. Und dieses Problem wird durch die Regulierung adressiert, indem für Training, Validierung und das Testen derartiger Systeme hochqualitative Daten verwendet werden sollen. Die Systeme müssen dokumentiert sein, bestimmte Transparenzanforderungen erfüllen. Das heißt, die Blackbox-KI soll es nicht geben, sondern die Prozesse, die Logik des Systems soll klar nachvollziehbar sein. Das System selbst soll transparent agieren, insbesondere Systeme, die quasi dann selbstlernend sind. Hier soll ganz klar dokumentiert werden durch Logs, durch welche Eingriffe erfolgen und welche Reaktion oder welches Event zu welchem Output oder welchem Ergebnis geführt hat. Die Systeme sollen menschlicher Kontrolle unterstehen und es gibt dann bestimmte Anforderungen an Genauigkeit, Robustheit, Cybersicherheit und bestimmte Qualitätskontrollen, die man bei diesen Systemen durchführen muss. Ein interessanter Aspekt ist, dass nicht nur dem KI-System-Provider, also demjenigen, der die KI programmiert, der sie in Verkehr bringt, der sie vertreibt, Pflichten auferlegt werden, sondern hier auch die Nutzer in die Pflicht genommen werden sollen. Provider von KI-Systemen müssen eine relativ detaillierte Anleitung für ihr System erstellen und Nutzer sind dann dazu verpflichtet, das System auch entsprechend der Anleitung zu bedienen. Weil wir wissen auch alle, wenn wir Systeme einsetzen für einen Zweck, für den sie beispielsweise nicht geschaffen sind, oder wenn Systeme zweckwidrig verwendet werden, ist auch die Gefahr sehr groß, dass der Output dann nicht dementsprechend ist. Und auch User müssen solche Systeme überwachen, die sie einsetzen. Und wenn es den Verdacht gibt, dass das System Fehlfunktionen zeigt, müssen die Systeme außer Betrieb genommen werden und Kontakt mit dem Provider dann aufgenommen werden, um hier der Grundlage nachzugehen. Die Systeme unterliegen dann einer CE-Zertifizierung. Großteils wird diese CE-Zertifizierung der Systemprovider selbst vornehmen. Das heißt, der Systemprovider wird die Standards der Regulierung prüfen müssen und selbst zertifizieren, dass das System den Anforderungen entspricht.
Eine derartige Zertifizierung soll für maximal 5 Jahre gelten und natürlich gelten dann auch Pflichten des Systems dann auch laufend. Also nicht nur quasi die Pflichten enden nicht, wenn ich das System in Betrieb gebracht habe, sondern auch muss ich es weiterführend monitoren und überwachen. Zudem soll das System dann auch in eine KI-Datenbank eingetragen werden und erst dann darf ich es am EU-Markt vertreiben. Abschließend ganz kurz zu den Transparenzverpflichtungen. Ja? Ich wollte kurz sagen, 2 Minuten hätten wir noch. Ich hoffe, das geht sich gut aus. Geht sich sehr gut aus. Ich bin sowieso ohnehin relativ am Ende des Vortrags. Ganz kurz möchte ich noch das Thema Transparenzverpflichtungen anschneiden. Das gibt es bei Chatbots, wie wir schon besprochen haben. Das heißt, hier muss klar gemacht werden dem Nutzer, dass er nicht mit einem Menschen interagiert, sondern mit einem System. Und beispielsweise bei Deepfakes, diese sollen in Zukunft gekennzeichnet werden müssen, dass es sich hierbei eben um ein Deepfake handelt. Bei Systemen, die im grünen Bereich sind, also die weder verboten sind, noch Hochrisiko sind, noch diesen speziellen Transparenzverpflichtungen unterliegen, diese darf ich dann ohne weitere Compliance-Verpflichtungen oder Ähnliches in Verkehr bringen und betreiben. Es kann sein, dass ich freiwillig Standards einhalte und dass sich solche in Hinkunft entwickeln werden. Ganz kurz abschließen möchte ich meinen Vortrag schon mit dem Ausblick und den nächsten Schritten. Also der EU-Entwurf wurde dieses Jahr im April veröffentlicht und wird jetzt im Gesetzgebungsprozess mit dem EU-Parlament und dem EU-Rat diskutiert. Die Einbringungsfrist für Stellungnahmen von Organisationen und der Industrie läuft noch bis Ende August und es wird erwartet, dass der Gesetzesentwurf Mitte, Ende nächstes Jahr dann ratifiziert wird, wenn es dazu kommt und wenn es dann soweit ist. Dieses Jahr im Herbst soll noch ein Regelwerk rauskommen für Haftungsfragen, weil das Rahmenwerk der EU jetzt adressiert nur KI-Systeme. Das ist ähnlich wie ein Produkthaftungsgesetz für KI. Die Haftungsfragen bei KI-Systemen sind relativ speziell, insbesondere bei Systemen, die sich selbst weiterentwickeln oder die quasi dynamisch reagieren. Und diesen Punkt will die EU spezifisch adressieren in einem gesonderten Regelwerk, das heuer im Herbst oder nächstes Jahr im Frühjahr rauskommen soll. Geplant ist es auch, eine KI-Sandbox einzurichten, weil die KI-Regulierung, sollte man jetzt im regulierten, also Hochrisiko-KI-Bereich unterwegs sein, natürlich einiges an Compliance mit sich bringt. Hier sollen Startups durch diese Sandbox gefördert werden und auch es gibt einen Investmentplan in KI, wie der Clemens Wartner schon gesagt hat. Das heißt, man ist auch hier bereit zu investieren. Abschließen möchte ich damit, dass natürlich die EU-Kommission ist jetzt quasi Vorreiterin in dieser Richtung, dass es das erste KI-Rahmenwerk ist global, das nun von der EU-Kommission vorgestellt wurde. Natürlich werden die Stimmen bei der Regulierung dann immer laut, dass man quasi Innovationen potenziell erstickt oder der Überregulierung. Im Grunde ist dieser Entwurf, glaube ich, ein sehr gelungenes Rahmenwerk, nämlich im Hinblick auf trustworthy und human-zentrierte AI. Und wir haben hier tatsächlich die Möglichkeit, globale Standards zu setzen. Natürlich wird man auf das entsprechende Ausmaß achten müssen, aber ich glaube, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist und man bleibt abzuwarten, welche Punkte der Regulierung möglicherweise noch konkretisiert und geändert werden. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion und stehe natürlich auch für Fragen zur Verfügung und danke für die Einladung. Danke vielmals, Frau Gonzala. Ich würde 2 Fragen aus dem Chat aufgreifen, in aller Kürze, und ich glaube, wir haben in den Breakout-Sessions dann noch Zeit, in die Tiefe zu gehen. Eine Frage war in Richtung Transparenz. Wie kann man sicherstellen, dass vor allem Nutzerinnen in die KI, die ja für viele auch aus technischer Sicht, vielleicht auch aus inhaltlicher Sicht eine Blackbox ist, wie kann man sicherstellen, dass Nutzerinnen verstehen, was in dieser Blackbox vorgeht und vor allem, wie kann man garantieren, dass dann die Datenlage, die da drinnen ist, in dieser Blackbox auch so neutral ist? Das ist eine gute balancierte Ergebnisse liefert. Das ist eine gute. Ich hoffe, ich habe die Frage gut zusammengefasst. Das ist eine gute Frage und die trifft nämlich genau das Herzstück
diese Regulierung. Nämlich in der Vergangenheit, ich glaube, wir müssen es nicht quasi explizit nennen, aber es gibt Beispiele von KI-Anwendungen, wo eben genau das Problem war, dass die Daten zum Beispiel nicht repräsentativ waren, dass das System dann auf dieser Datengrundlage zu ungewünschten Ergebnissen geführt hat oder wo die Daten einfach falsch waren oder unvollständig oder unrichtig und daher Systeme zu Outputs geführt haben, die bestimmte Bevölkerungsschichten zum Beispiel benachteiligt haben. Oder was anderes, was bekannt ist, ist, dass KI sich natürlich mit Gesichtserkennung, je nachdem, welchen geografischen Raum das System trainiert ist, sich dann mit Leuten aus anderen geografischen Räumen relativ schwer tut. Und garantieren. Der Punkt ist, dass die Regulierung hier strikte Standards vorschreibt, aber es natürlich ein schwieriger Punkt ist zu sagen, wann sind Daten vollständig und korrekt und repräsentativ. Also hier hoffe ich und ich glaube, es wird in die Richtung gehen, dass sich Standards dafür entwickeln. Wie groß muss das Datenset sein? Wie divers muss es sein, beispielsweise für manche Anwendungen? Und dass das über diese Standards dann abgesichert oder in die richtige Richtung gewirkt wird im Hinblick auf die Datengrundlage. Und der zweite Teil der Frage, den habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Der eine war die Datengrundlage und der zweite? Der zweite Punkt war, wie man garantieren kann, dass Nutzerinnen die Blackbox verstehen. Also sprich, dass man das Wissen auf der Nutzerseite voraussetzt und zum Beispiel die Kontrolle jetzt nicht nur, aber auch den Nutzerinnen übergibt. Ich würde mal eine kurze Antwort bitten, weil wir mit der Zeit schon ein bisschen hinten nach sind. Ansonsten würde man es auch vielleicht in die Breakout-Session nehmen, vielleicht eine kurze Replik. Ja, hier sieht die EU-Regulierung ganz klar vor, dass jeder Systemprovider dem Nutzer eine entsprechende Anleitung an die Hand zu geben hat. Das heißt, Blackbox-KI ist nicht im Einklang mit der Regulierung. Das ist ein wichtiger Punkt, den die Kommission hier adressiert. Und die andere Sache ist einfach, indem man die Kenntnisse und das Vertrauen, nämlich der Bürger, die sich dann mit diesen Anwendungen befassen, aufbaut und einfach breitenwirksam sich diese Technologie einfach dann ausbreitet. Also ich glaube, es braucht das Vertrauen und es braucht die Kenntnisse und das muss man dann halt einfach vorantreiben durch Veranstaltungen in den Schulen und so weiter. Super, danke für die kurze Replik. Mich würde auch noch interessieren, aber das mache ich in der Breakout-Session, ob Sie das Gefühl haben, dass die Rechtslegung quasi in diesem Bereich eher vorneweg ist, gerade rechtzeitig oder auch hinten nach bei den Daten. Beim Datenschutz hat man das Gefühl, dass man eher ein bisschen hinten nach sind, dass so viel nachgeholt werden muss. Würde mich interessieren, aber verlagern wir das bitte auf die Breakout-Session. Wir sind nämlich bei unserem nächsten Punkt und wir sind noch immer 57 Leute und ich will Sie nicht zu lange auf die Folter spannen, beziehungsweise wir wollen uns ja noch vielleicht im Anschluss auf den Balkon setzen, vielleicht noch auf den Garten gehen oder in den Park. Deswegen kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich unsere 3 3-Minuten-Pitches zum Thema. Und ich würde gleich direkt übergeben an den Herrn Josef Becker-Brunbauer vom Social Tech Lab. Ich würde auch bitten, dass Sie sich kurz selbst vorstellen und dann gleich direkt in Ihre 3 Minuten starten. Danke fürs Dabeisein. Es freut uns immer, wenn wir Inputs aus der Community haben. Davon leben wir, dadurch lebt die Community. Danke für den Input. The stage is yours. Ja, schönen guten Abend nochmals an alle Teilnehmer und auch vielen Dank für die Einladung zur Montagsrunde und für meinen Impulsvortrag How to kick off trustworthy AI implementation. Social Tech Lab wurde 2019 gegründet und basiert auf meiner Research-Arbeit an der Universität in Graz. Wir bieten Social Research und Consulting für Organisationen und Unternehmen in Form von Workshops, Consulting und Projekten an. Dabei fokussieren wir uns auf soziale, gesellschaftliche Auswirkungen durch den Einsatz von digitalen Technologien, wie eben zum Beispiel Artificial Intelligence. Mein Name ist Josef Becker-Brunbauer. Ich bin unter anderem Gründer von Social Tech Lab und Member of the AI Alliance der Europäischen Kommission. Wieso benötigen wir überhaupt trustworthy AI? Stellen wir uns mal eine Welt mit digitalen Angeboten und Services vor. Denn wie einfach es ist, mit Freunden online in Kontakt einzutreten, sich online vielleicht auf ein neues Tablet zu stapeln oder auch beruflich ortsunabhängig zu sein.
Erfindungen und Innovationen basierend auf digitalen Technologien können unterschiedliche Bereiche revolutionieren. Es können zum Beispiel Krankheiten schneller erkannt werden, Menschen mit Beeinträchtigungen können wieder verstärkt am Alltagsleben teilnehmen, aber auch das Zusammenleben und die Organisation des urbanen Raums kann neu und effizienter gestaltet werden. Diese Veränderungen beeinflussen aber auch das Verhalten der Konsumenten, der Gesellschaft und der Umwelt. So möglicherweise benötigt man vielleicht gar keinen Supermarkt mehr. Oder auch die Erwartungen an das Berufsleben wird je nach Generation sehr unterschiedlich ausfallen. Und die soziale Interaktion zwischen Menschen verändert sich enorm. Neben all den vielen Vorteilen durch den Einsatz von digitalen Technologien gibt es aber auch Schattenseiten und neue Herausforderungen. Beispiele dafür sind zum Beispiel soziale Isolation oder verzerrte Selbstwahrnehmungen durch bewusst eingesetzte Filter und Manipulationen, bewusst generierte Abhängigkeiten, Verzerrung und Verschleierung von Informationen, Diskriminierung und auch eine mögliche 24-Stunden-Auswertung des Anwenderverhaltens. Die Entwicklung von digitalen Produkten und Services hat aber auch gravierende Auswirkungen auf das Konsumverhalten und die Umwelt. Dahingehend ist es wichtig, als Organisation und Unternehmen Selbstverantwortung zu übernehmen. Die Europäische Kommission zum Beispiel inkludiert in der Definition von Trustworthy AI-Systemen explizit den Fokus auf Human-Centered AI-Systems. Oder der Council of Europe zum Beispiel ergänzt es auch noch zusätzlich um die Perspektiven der Organisations-, Gesellschafts- und rechtlicher Ebene. Basierend auf vorangegangenen Research möchte ich das Trustworthy AI Implementation Framework, kurz TIE Framework, vorstellen. Das Framework ist ein non-technical, holistischer Ansatz, um einerseits vertrauenswürdige KI zu entwickeln, aber andererseits auch, um sich systemische Abhängigkeiten und soziale Implikationen bewusst zu machen. Das TIE Framework besteht aus 12 Schritten, welche iterativ über den gesamten AI-System Lifecycle durchlaufen werden. So, welchen zusätzlichen Nutzen bietet das Framework? Basierend, was wir zuvor auch gehört haben, auf dem Legal Proposal der Europäischen Kommission müssen nach Inkrafttreten der Regulierung High-Risk-AI-Systeme einer Zertifizierung unterlaufen. Für die Vereinfachung des Freigabeprozesses ist empfehlenswert, ein Framework bereits ab Anfang des Produktlebenszykluses einzusetzen. Abschließend möchte ich Ihnen noch ein paar Punkte mitgeben. Zuerst Trustworthy AI und AI-Ethics-Implementierungen, dazu gibt es leider keine Blaupausen. Das heißt, je nach Technologie, Kontext und Anwendungsfall verläuft auch die Auswahl unterschiedlich. Wichtig ist Erstellung von multidisziplinären Teams für die Reduktion von Bias, aber auch Förderung von kritischem Denken und Hinterfragen des Ziels bzw. des Purposes von AI-Systemen. Das TIE Framework unterstützt auch bei der Entwicklung von Minimal Viable Ethical Products, und erfolgreiche AI-Systeme bestehen nicht nur aus technologischen Komponenten. Weitere Informationen zum Framework als auch zu AI-Ethics-Workshops, was wir anbieten, finden Sie auf socialtechlab.eu. Vielen Dank. Danke vielmals. Danke vielmals, Herr Becker-Brunbauer, für diesen Input. Wie man sieht, beschäftigen sich schon Leute wie der Herr Becker-Brunbauer mit dem Thema, wie man KI tatsächlich auf die Straße bringt, beziehungsweise auf den Boden bringt. Danke für den Input. Ich würde direkt überleiten auf Matthias Meierhofer und auf Sabine Simor von PolyPoly. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Bitte, the stage is yours. Und wir können Sie noch nicht hören. Ich glaube, Sie sind noch gemutet. Den Bildschirm sehen wir schon. Sehr gut. Und jetzt hören Sie auch. Super. Sehr gut. Ich möchte Sie heute Abend sehr gerne begrüßen. Ich bin Dr. Sabine Seymour. Ich bin Vertreterin hier für die PolyPoly-Datengenossenschaft, die wir in Berlin gegründet haben, und ich bin auch hier Geschäftsführerin in Österreich, und der Herr Matthias Meierhofer ist hier für die PolyPoly Enterprise. Das ist das B2B-Unternehmen,
dass hier mit der Genossenschaft gemeinsam das Polyverse aufbaut. Wie wir hier schon sehen, ist es wahnsinnig notwendig, Daten zu haben, um eben ethisch korrekte Modelle im Algorithmenbereich, das heißt KI, zu bauen. Das heißt, was wir sagen ist, im Moment sind die meisten dieser Daten in amerikanischer Hand. Viele große Unternehmen wie zum Beispiel Facebook, Amazon, Google haben diese Daten, entziehen praktisch der Gesellschaft, der Wirtschaft und auch den Staaten diese Souveränität über diese Daten. Das heißt, wir haben vorher gehört, Trust ist wahnsinnig wichtig. Das heißt, wen können wir unseren Daten vertrauen? Und natürlich auch die Notwendigkeit eines human-centric Designs, vor allem eben für den Bürger. Das heißt, die Daten, die wir im Moment den Amerikanern unter Anführungszeichen geben, sind zum Beispiel bei PayPal 119 Datensätze, die PayPal bei einer Zahlung von einer Person nimmt, sie mit 709 Firmen teilt. 50% von diesen Firmen sind zum Beispiel Marketingunternehmen. Das heißt, es hat mit dem Kerngeschäft einer Bezahlung ja überhaupt nichts zu tun. Und diese werden an 66 verschiedene Länder verteilt. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen eben das unterbinden und dem Bürger völlige Datensouveränität zugestehen, indem er oder indem wir eine Genossenschaft gegründet haben, die eben für den Bürger, für den Nutzer da ist und auf der anderen Seite aber auch eine Enterprise, ein B2B-Unternehmen, das eben die Infrastruktur baut, um diese Applikationen zu entwickeln, die eben dann, wie vorher schon erwähnt, KI, also Algorithmen entwickelt. Das heißt, wir haben hier eine Art Blaupause für den European Data Deal, wie wir nennen, gemacht, wo eben wirklich der Bürger im Mittelpunkt steht. Das heißt, ich als Bürger kann den Zugang zu meinen Daten vermieten, wenn ich es möchte. Meine Daten gehen aber nie von meinem Endgerät weg, von meinem Handy. Ich habe komplette Datensouveränität. Und auf der anderen Seite ist mein Handy natürlich auch, wenn ich schlafe, ebenfalls schläfrig, unter Anführungszeichen. Ich kann aber hier die Rechenleistung ebenfalls vermieten und somit natürlich auch einen ökologischen Nutzen dieser Rechenleistung gewähren. Das heißt, wir haben in unseren Taschen diese Supercomputer. Eben, ein Handy ist ein Computer, an den wir einen Algorithmus schießen können. Dieser Algorithmus eben wird ein KI sozusagen, nimmt die Daten als Grundlage her, um Informationen zu generieren, nimmt aber nicht die Daten. Also wie gesagt, die Daten bleiben immer auf dem Endgerät des Nutzers, ganz wichtig. Dafür haben wir gebaut den Polypod als Grundlage. Der Polypod ist ein virtuelles Betriebssystem, nennen wir es, das eben auf ein Handy, auf einen Android oder auch eine Apple-Plattform geladen werden kann. Sie können es sich jetzt schon runterladen. Als erstes Produkt haben wir eben so diese Information, wie ich das vorher bei dem PayPal-Beispiel gemacht habe, gezeigt. Und diese Informationen beziehungsweise sind eben in meinem Data Wallet am Polypod erhältlich und B2B-Unternehmungen können dann drauf Features und Applikationen bauen, wie der Grundlage ist, dass ich die komplette, als Bürger, die komplette Datensouveränität habe. Und wichtig ist eben, wir haben den Polypod als technisches Centerpiece gebaut, um eben diese dezentralisierte Plattform zu ermöglichen. Und was ganz wichtig oder interessant ist, möchten wir als Beispiel nur nennen, wir haben in Berlin jetzt gewonnen, ein Gaia-X-Projekt gemeinsam mit der Charité in Berlin. Da geht es eben um Gesundheitsdaten. Ganz wichtig eben, hier ein Data Wallet zu generieren, das eben diesen Trust Factor mit hat. Und als B2B-Produkt haben wir jetzt Ende des Jahres, ist mal auf unserer Roadmap, eine Data Cleaner, der eben es ermöglicht, dem Konsumenten, unter Anführungszeichen dem Bürger, die Daten auch wirklich so zu bereinigen, dass sie wirklich entsprechend
entsprechend sind und eben benutzt werden können. Und ich hoffe, wir kriegen unser europäisches Datenkapital zurück. Vielen Dank. Danke vielmals. Es gibt auch Fragen dazu im Chat. Aufgrund der Zeit würde ich aber vorschlagen, dass Sie vielleicht im Chat kurz draufschauen, vielleicht antworten oder dass wir dann in der Breakout-Session weiter diskutieren. Wir haben nämlich noch einen 3-Minuten-Pitch. Danke dafür für die Inputs bisher. Ich darf übergeben an Michael Kopp für den letzten Pitch heute Abend. Bitte übernehmen Sie. Noch stumm geschaltet. Ich glaube, Ihr Mikro funktioniert nicht. Ich glaube, weil er ist nicht stumm geschalten, sondern ich glaube, das Mikro ist nicht richtig. So. Noch hören wir Sie nicht. Herr Kopp, ich habe bitte, wenn Sie oben in die Menüleiste gehen auf Audio und Video, Lautsprecher und Mikrofoneinstellungen, da können Sie kurz Ihren Lautsprecher und das Mikrofon einstellen und auch testen, ob es funktioniert. Wir hören Sie leider nicht, Herr Kopp. Wie gesagt, bei der Menüleiste oben. Ja, ich würde vorschlagen, außer Sie haben es jetzt in dem Moment geschafft, Herr Kopp. Ich würde vorschlagen, dass wir trotz allem jetzt in die Breakout-Sessions gehen. Herrn Kopp würde ich bitten, auch in die Breakout-Sessions zu gehen, um dort weiter zu diskutieren. Den Titel des Talks beziehungsweise Ihre Institution sehen wir schon am Screen. Schade, dass es jetzt nicht funktioniert. Nadine, ich springe mal kurz ein. Herr Kopp, testen Sie vielleicht noch die nächsten 30 Sekunden. Ich teile mir meinen Screen und mache mal die Ankündigungen für die nächsten Events. Wenn es dahin klappt, holen wir es noch nach. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir in die Breakout-Sessions. Es freut mich sehr, dass wir heute an die 60 Teilnehmerinnen gehabt haben. Die Community freut sich über jeden Gast, der in die Montagsrunde kommt. Wir freuen uns über jeden Vortrag, über den Input. Wir wollen die Kommunikation und den Austausch so animiert wie möglich halten. Wenn Sie Themen haben, die Sie präsentieren wollen, bitte treten Sie mit uns in Kontakt, sei es für einen 3-Minuten-Pitch, sei es für eine Aktivität, die Sie im Rahmen einer unserer Digital City Wien Themen gestalten wollen. Vielleicht wollen Sie aktiv werden in einem unserer Themen. Bitte informieren Sie sich auf unserer Webseite Digital City Wien und treten Sie mit uns in Kontakt, idealerweise mit meiner Kollegin, mit der Nadine Bergins und der Bergins at urbaninnovation.at. Ein kurzes Terminaviso, bevor wir in die Breakout Sessions gehen. Die Digital Days stehen an, Digital Days 2021. Mit dem Titel Genial Digital, das nachhaltige Wien am 18. und 19. Oktober 2021 am Erste Campus, ein hybrides Event mit interaktivem Programm. Merken Sie sich den Termin vor. Es werden zwei super Tage. Hallo. Jetzt funktioniert es. Ja, jetzt funktioniert es. So ich mache das Terminaviso weiter und dann übergebe ich direkt an Sie. Alles klar. Also bitte okay. Termin vormerken. Also. Wir haben ein interaktives Programm, Sie können gern teilnehmen. Wir suchen auch nach Partnern für das Event. Smart Country Convention in Berlin, wenn Sie Interesse haben, mit Ihrem Unternehmen gemeinsam mit der Außenwirtschaft Austria, der WKÖ, in Wien vorstellig zu werden. Bitte informieren Sie sich unter folgendem Link. Die Folien, glaube ich, gibt es auch im Anschluss beziehungsweise auf unserer Webseite. Und unser nächster Termin für die digitale Montagsrunde ist im September, den August-Termin lassen wir aus. Also bitte vormerken, 6. September 2021 um 18 Uhr sind wir wieder online. Das Thema werden wir über unsere Newsletter ankündigen. Also bitte auch, falls Sie noch nicht sind, subscriben. Und mit dem
würde ich vorschlagen. Herr Kopp, wollen wir den 3-Minuten-Pitch noch nach, bevor es in die Breakout-Sessions geht? Alles klar, dann probieren wir es. Können Sie mich hören? Ja. Gut, ich mache das jetzt über das Telefon. Kann ich meinen Screencode sharen? Und es werden tatsächlich hoffentlich genau 3 Minuten sein. Also mein Name, tut mir leid, dass ich jetzt mit 8 Baut hier dran bin. Mein Name ist Michael Kopp. Ich bin ein Director in dem Institute of Advanced Research in Artificial Intelligence. Ich war bis vor kurzem, soll ich vielleicht dazu sagen, Chef der Forschung bei einer Firma, die heißt Tier Technologies. Ich implementiere und baue AI-Systeme und forsche an AI-Systemen. Und ich möchte Ihnen über eine Revolution innerhalb der Revolution berichten, nämlich der Aufstieg der nicht überwachten Lernverfahren. Und ich glaube, das hat eine gewisse Relevanz, weil ich nämlich die Teilung oder auch diese Summary von Clemens Wasser sehr gut fand, in diese 5 Kategorien von AIs, die werden wahrscheinlich sehr bald alle übereinander fließen und wir können wahrscheinlich Daten ganz anders verwenden. Also diese ganze Runde, auch die ethischen Folgerungen, vielleicht auch die legalen Folgerungen, das wird viel, viel interessanter werden. Aber lassen Sie mich ausholen. Jetzt muss ich schauen, dass überhaupt meine Folien noch hier funktionieren. Gut, was ist eigentlich das Problem? Das Problem, was AI bisher hat und vielleicht auch deshalb, warum es nur so angewendet wird, wie es wird, ist, dass die meisten AI-Trainingsmethoden, die wir verwenden, sind eigentlich Supervised Learning oder überwachtes Lernen. Und das heißt Folgendes, ich habe hier ein neuronales Netz, ich gebe irgendeinen Input und muss dem Netz sagen, du musst jetzt diesen Output produzieren. Ja, natürlich, wir haben ja schon gesagt, Reinforcement Learning, GANs und so weiter, aber eigentlich der Trick an all diesen Methoden war und ist, dass man das eigentlich auf dieses einfach dämliche Lernverfahren zurückführen kann. Und das sind die meisten Methoden, die wir bis heute haben. Und warum ist es ein Skalierungsproblem? Lassen Sie mich mal ein Beispiel geben von selbstfahrenden Autos. Nehmen wir mal an, die sollen eine Ampel erkennen. Gut, wir gehen jetzt raus in Wien, annotieren mal Ampeln und haben dann eine KI, die jetzt Ampeln toll erkennt mit 99% Wahrscheinlichkeit. Das ist alles nett und schön für Studenten oder für Leute wie mich, die dann ein Paper schreiben, also einen Artikel schreiben. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt ein weltweites System baue, muss es aber mit allem umgehen können. Das muss mit Ampeln umgehen können in der Nacht. Ja, das muss es erkennen. Es muss mit Ampeln vielleicht in Amerika umgehen, die eins auf einmal so aussehen. Hier ist ein Beispiel aus London, dieser Ampelbaum. Es muss auch erkennen, welche Ampel eigentlich wofür notwendig ist. Hier ist unten ist ein schönes Beispiel von Tesla, wo drin steht, dass eigentlich hier auf einem Lastwagen, wo Ampeln sind, Ampeln falsch erkannt werden als Verkehrsampeln. Und natürlich ist es ein Problem, wenn das mit 99%iger Accuracy ist. Das ist toll für Scientific Artikel. Aber jetzt überlegen Sie sich mal, wie viele Unfälle zu wie vielen Unfällen das führen kann. Das heißt, das Problem, das man heute hat mit AI, und hier sollte man vielleicht hinzufügen, AI basiert durch dieses Lernschema hier immer auf den Daten, die ich habe und hier annotierten Daten, heißt, ich brauche annotierte Daten. Das ist teuer und die Annotation in so einem System ist kein Ende. Und das Fazit, was ich da bringen will, ist, dass die meisten Echtweltprobleme, in denen ich AI oder KI anwenden will, die haben eine auf Deutsch Fettschwanzverteilung oder im Englischen a fat tail. Das heißt, alles, was Sie immer sehen, sind die in der Regel immer Ausnahmen. Das heißt, Sie sehen immer nur Ausnahmen. Beim Fahren sehen Sie immer nur Ausnahmen. Wenn Sie sich mal überlegen, Sie fahren durch eine Stadt, da sieht man immer einen Fahrradfahrer, der irgendwie abbiegt, wie er nicht soll. Kinder, die davor springen, vor Schulen parken, Leute, wie noch was. Aber wir sind als menschliches System fähig, sowas zu tun. Annotation skaliert nicht, wenn wir AI-Systeme so bauen wollen. Und jetzt kann man sagen, gab es immer einen Traum, aber können nicht Maschinen vielleicht ohne diese Labels, also diese Zielvorgaben, ohne dieses Y, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, können die das nicht irgendwie selbst lernen? Und das war eigentlich immer ein Traum. Weil wenn sie es könnten, könnte ich das einfach aufs Internet schicken und sagen, du, lern mal und dann kommst du mit deinen Features an und dann können wir was nett zusammenbauen. Und dieser Traum ist, in den letzten 6 Monaten, 8 Monaten, wird auf einmal zur Wirklichkeit. Und das wird alles verändern. Davon möchte ich Ihnen berichten. Ich habe hier unten so ein paar Buzzwörter hingeschrieben. Ich möchte Ihnen aber nur einen Flavor geben, was jetzt möglich ist. Und zwar einer, der auch noch so ein bisschen zukunftsweisend ist. Eine tolle Sache, ich weiß nicht, das haben Sie mal gesehen, ist jetzt, dass man also diese AIs aufs Internet loslassen kann. Und dass ja meistens Objekte vielleicht mit mehreren
solchen Annotationen oder Labels kommen. Zum Beispiel im Internet findet man viele, viele Texte und dann vielleicht auch eine Webseite, wo ein Bild drin ist mit dem Text. Und man kann einfach diese AIs loslassen und jetzt hat man zwei Dinge. Man hat den Text und man hat diese Bildinformation und man kann Sachen machen wie, du, zeichnen wir doch mal mit einer generativen Methode, mit einem GAN sozusagen, die auch Clemens vorgestellt hat, zeichnen wir doch mal einen Stuhl, der wie eine Avocado aussieht. Und das kriegen wir zurück. Ja? Und man kann das auch jetzt nehmen, also nur diese Bilderkennung, ich habe sie gesehen, ich werde Ihre Frage gleich antworten, Entschuldigung. Man kann das auch sehen und man kann sagen, man kann diese AIs auch auf Datensätze loslassen, die vorher eigentlich, wo AIs sehr gut waren, die trainiert wurden mit Labels. Und es stellt sich raus, dass die, diese neuen AIs auch mit diesen Labels, ohne diese Labels relativ gut sind. Ne? Ein anderes Beispiel, was ich Ihnen zeigen möchte, wir sind ist, schon wenn man am Ende der AI, Zeit. Ja. Wir sind schon am alles Ende klar, der Zeit. Ich würde ganz, Sie ganz schnell abschließen. Also das, alles klar, gut. Ich wollte Ihnen nur das Beispiel zeigen. Also Painting of a City built on top of a giant turtle walking slowly towards the viewer with a clear blue sky. Das kommt dabei raus. Und das Letzte, was ich sagen will, ist, das ist neu. Das heißt, das wird auch unsere Diskussion sollte anheizen. Change is coming. Alles wird sich ändern. Wir brauchen keine Labels mehr. Wir werden wahrscheinlich AIs haben, die über verschiedene, also das, was Clemens als unterschiedliche, als diese fünf unterschiedlichen Punkte haben, die zusammen lernen können. Ja? Und ich glaube, das wird einen riesen Einfluss haben. Und das ist mein Pitch. Aber da hatte ich vorher jemand ein besseres deutsches Wort dafür. Vielen Dank. Danke vielmals, Herr Kopp, für die Ausführungen. Das klingt danach, als würden wir noch einmal Dampf, also Geschwindigkeit aufnehmen, wenn es um AI geht. Ja. Danke für den Input. Nachdem wir ein bisschen über die Zeit sind, Entschuldigung für quasi den Zwischenruf. Wir brauchen aber noch Zeit für die Breakout-Sessions in den letzten 15 Minuten vor 19:30. Nadine, ich würde an dich übergeben, dass du bitte die Teilgruppensitzungen, wie es in der deutschen Webex-Version heißt, ankündigst. Von meiner Seite danke fürs Dabeisein heute Abend. Danke an die Präsentierenden. Danke von Seiten UIV und dem Verein Digital City Wien. Danke, dass Sie so zahlreich dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Diskussion in der Breakout-Session und ich hoffe, wir sehen uns im September. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer und bleiben Sie im Thema. Danke vielmals und schönen Abend. Guten Abend zu den Breakout-Sessions bzw. Teilgruppensitzungen. Kommen Sie, wenn Sie unten rechts auf den Button klicken.